So Leute, wir sind jetzt hier bei der Baller League. Deine Mutter hat einfach mehr Bart als du, Bro. Gar kein Stress. Ich muss mir die Haarfrisur nicht machen. Du darfst dich nicht zu fest bewegen, weil ich mache jetzt die Kontur. Ich bewege mich. Was hätte das normal gekostet bei dir? Sei ehrlich. Yo, was geht, meine Lieben? Hier ist Wisdom Blends. Ihr kennt mich oder auch Shane. Wir sind jetzt gerade am Flughafen in Zürich und sind jetzt gerade auf dem Weg nach Köln. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, wir gehen jetzt an die Baller League. Der Hauptsponsor ist Xing. Genau, die haben uns eingeladen und wir gehen jetzt mal weiter. Leider heute nur Economy, aber egal, kommt alles mit der Zeit. Meine längste Fahrt, die ich bis jetzt geflogen bin, ist 4 Stunden. Ich mach die Faust, der Bruder. Wir gehen jetzt mal ins Hotel und packen da unsere Sachen aus. Und nachher gehen wir vielleicht mal in die Stadt noch ein bisschen was essen. Ist aber jetzt auch schon spät, wir haben schon fast 12 Uhr. Gehen mal ein bisschen was essen, bevor wir nachher schlafen gehen. Und dann morgen gucken wir einfach mal. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt direkt ins Hotel. Hey, sieht aber übelst nice aus hier. Ich habe sogar Neonlichter hier. Ja eben, das wär die Lounge hier. Also das Schlafzimmer. Sieht schön aus, ist nicht groß, aber reicht. Wir sind ja nicht lange hier. Nur 2 Tage. Ich habe hier noch einen Videografen hier, der mich gerade filmt. Und ich habe ihn jetzt zuerst heute kennengelernt. Und das Erste, was ich immer mache, wenn ich jemanden kennenlerne, ich gucke immer auf den Übergang. Es ist mir aufgefallen, es ist mir aufgefallen, der Übergang, den kann man bewerten. Gib mir mal die Kamera. Leute, jetzt bewertet mal diesen Übergang. Ich will wirklich nicht den Friseur roasten, aber bewerten mal den Übergang. Okay, warte, bist zu schnell. Bruder, brauchst du Licht, oder? Warte, alles gut, okay. Bewertet mal diesen Übergang von 1 bis 10, Leute. Ganz langsam drehen. Okay, stopp. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt vom Übergang. Und ja, das wäre es. Danke. Du machst es gut, du lernst schnell. Ich weiß, du willst bald reißen und dann vielleicht sogar besser schneiden als dieser Herr hier. Bro, wirklich nicht roast an dich. Ich habe nichts gesagt. Ich will nur, dass die Leute bewerten. Ne? Wirklich, kein Roast. Bruder, ich bin zufrieden. Ich liebe dich. Wir sind jetzt hier gerade auf Mangal. Döner gestoßen, Mangal Döner. Das ist anscheinend der Dönerladen von Lukas Podolski. Und ja, wir lassen das mal austesten, mal gucken, wie der Döner ist. Und ich werde ihn nachher auch noch bewerten. Mal gucken. Sieht schon frisch aus hier, ne? Ich bin gespannt, ob die deutschen Döner besser sind als die Schweizer Döner. Gut, das ist ein Döner, das ist ein Sandwich, aber vielen Dank. Danke. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich nehme mal den ersten Biss, weil der Bruder hat einfach angefangen. Guck mal. Der fängt einfach an, Digga, der wartet nicht mal. Wisst ihr, was ich meine? Bruder, Iftar habe ich gehabt. Ah, okay, er fastet, ja, okay. Die Soße. Diese scharfe Soße. Die geht klar. So Leute, ja, ich muss wirklich sagen, der Döner war wirklich krass. Wir sind aus der Schweiz. Die Döner sind nicht so gut wie hier in Deutschland, muss ich wirklich jetzt zugeben. Das ist der erste Döner hier, wo ich jetzt in Köln gegessen habe. Ich bin wirklich nicht enttäuscht. Pizza. Ciao, ciao. Danke. So Leute, wir sind jetzt hier gerade auf einer Brücke in Köln und ich zeige euch mal, wie Köln von oben aussieht. So Leute, wir waren jetzt gerade ein bisschen in der Stadt hier, wir haben das Kölner Dom noch angeguckt und jetzt suchen wir einen Barbershop, der nächstmögliche, und gucken mal rein, wie die Leute hier schneiden in Köln. Und ja, wir suchen jetzt mal, wir gehen mal weiter. Wo wollen wir hin? Rechts, links? Links, okay. Let's go! Du auch, mach aggressiv. Ja, so Leute, wir haben hier einen Barbershop gefunden. Felix Hohleich. Der hat 15.000 Follower, 15.5. Und wir haben jetzt gedacht, dass wir mal reingucken und er nachher
haben Shippy die Haare schneidet. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Hey, was geht, Leute? Komm gleich. Freut mich, Mann. Ciao, Bruder. Alles fit, Mann. Ja, wir haben gedacht, dass wir heute einen Kunden haben für euch, der die Haare schneidet. Okay. Wenn es okay ist für euch, wenn wir auch filmen, ist es okay für euch? Klar. Wer von euch hat Zeit? Der Marcel hat gleich Zeit für euch. Du hast nachher Zeit, okay. Wow, geil, Mann. Vielen Dank, Mann. Hey. Gastfreundlichkeit ist auf jeden Fall hier, Mann. Also, wir haben Getränk angeboten, sogar eine Vape. Marcel, kannst du mal sagen, was du jetzt bei ihm machst? Wir machen jetzt einen Buzzcut, die Seiten wieder frisch auf 0. Oben machen wir auf 15. 15 Liter. Schöne straight line. Und den Bart machen wir auch frisch, oder? Genau. Ja, und meine Maschinen wurden allen geklaut, aber ich habe sie wieder organisiert. Genau. Kein Problem, wir haben trotzdem noch was für dich hier. Ein kleines Geschenk von mir. Meinst du das ernst, Digga? Natürlich. Digga, das ist dieser Gamma, Mann. Digga, krass. Die haben mir einfach eine Maschine jetzt hier geschenkt. Seht ihr diese Maschine? Sieht aus wie eine Pistole. Digga, meinst du das ernst, Marcel? Klar, für deine TikTok-Videos, warum nicht? Wow, Mann. Ey, Digga, seht ihr, die sind so, so nett. Ich habe diese Maschine, habe ich immer mal so auf TikTok gesehen. Die ist von Gemma und die sieht aus wie eine Pistole. Und für mein Format, was ich mittlerweile mache mit den Voice-Over, das ist wirklich übelst passend. Ey, vielen Dank, Bro. Sehr vielen gerne. Dank, Mann. Danke, Mann. Und wie fühlt es sich an, so ein warmes Tuch im Gesicht zu haben? Sehr geil. Aber ich habe das Problem nicht mit dem Rasieren. Ne? Ja. Meine Mutter hat einfach mehr Bart als du, Bro. Also Leute, der Haarschnitt ist eigentlich zu Ende jetzt. Wie viel Zeit haben wir gebraucht? Circa eine Stunde? Mit Bart eine Stunde. Eine Stunde circa. Und ich selber bewerte den Haarschnitt nicht. Ich bleib da draußen. Ihr auf YouTube könnt auf jeden Fall den Haarschnitt bewerten. Aber wir wollen natürlich noch die Bewertung vom Kunden wissen, weil das ist das Wichtigste. Für ihn muss es stimmen. Für mich muss es nicht stimmen, für euch auch nicht. Aber es wäre natürlich auch cool, wenn ihr ein Feedback geben könnt. Also, wie findest du den Haarschnitt jetzt wirklich im Allgemeinen, was du gesehen hast, wie du dich gefühlt hast? Der hat alles von sich aus schon gewusst, wie ich es wollte. Er konnte praktisch meine Gedanken lesen. Und genau, das hatte ich das letzte Mal bei dir und jetzt auch bei Marcel. Auch der Vibe hier, sehr, sehr geil. Wie eine kleine Familie hier. Und ja, immer wieder gerne. Also wirklich Props an Marcel, du hast wirklich eine super Arbeit geleistet. Wirklich. Sehr gerne, vielen Dank. Es hat mich auch gefreut, dass ihr zu Besuch seid. War mal eine Erfahrung wert und ja, ich denke, wir haben da was Gutes auf die Beine gestellt. Nächstes Mal, wenn wir in Köln sind, kannst vielleicht du mir die Haare schneiden. Sehr gerne. Dann gibt's einen Edgar. So Leute, wir sind jetzt hier bei der Baller League. Jetzt kann ich Haare schneiden, Edgars verteilen. Wir gucken jetzt mal, was hier drin ist und lassen uns überraschen. Hey, was geht? Wir sind jetzt hier im VIP-Bereich. Und nachher gehen wir runter ins Studio und machen kurz ein Interview mit Chini. Um 5 Uhr gehen nachher die Matches los. Was würdest du den jungen Leuten da draußen als Tipp geben, um als Friseur durchzustarten? Also ein ganz großer Tipp an euch alle da draußen, die jetzt Friseur werden wollen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Ausbildung zu machen als Friseur, dann macht sie. Hey Steven, alles klar? Hey, alles klar bei dir? Ich habe hier was vorbereitet. Du kannst eigentlich am Rad drehen. Und ja, das, was du anzeigst, das musst du machen. Bin ich gespannt. Okay, wie ich sehe, du kannst die Frisur selber wählen. Also du hast Glück gehabt. Was denkst du, was für eine Frisur? Ich würde sagen Neymar Junior. Neymar, gute Wahl. Ja, okay. Let's see how you do under pressure, oh. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. Ja, Leute, Knossi kommt jetzt. Es gibt's einen Edgar. Gar kein Stress. Ich muss mir die Haarfrisur nicht machen, siehst du? Weißt du, er bewegt sich so viel, weißt du? Ja, sag ich doch. Stell dir mal vor, ich mit Edgar Schnitt, simulier mal kurz. Simulier mal einmal.
Soll ich den Edgar machen, Leute? Ey, warte, da hör doch auf, du fragst doch nicht die Leute, ob die bei mir den Edgar machen. Ein Taper Fade an Seiten, aber ganz tief. Und den Nacken auch ein Taper Fade, eine scharfe Kontur. Und oben, ja, ein bisschen die Spitzen. Also nicht eine große Veränderung, weil er will ja kein Edgar machen. Tape mich, let's go. Du darfst dich nicht zu fest bewegen, weil ich mache jetzt die Kontur. Ich bewege mich nicht. Wirklich, ganz wichtig, jetzt mache ich die Kontur. Ich darf mich nicht bewegen, stell deine Frage. Aua! Spaß, kennst du den? Weil du weißt, Resthaar bleibt. Du darfst dich nicht bewegen. Ja, ich meine, wo du denkst an diese... Da find nicht bewegen, auch. Nicht bewegen. Bewege mich nicht. Und was hat er geschwärmt von der Meisterausbildung? Mhm. Erinnerst du dich bei dir? Ja. Und dann hat er bei uns im Freundeskreis rumgefragt, im Salon und so, das ist sein Ding. Jede Woche. Wo ich denke, aber warum jede Woche? Gegangen. Im Real drin. Kennst du die Billigfriseur? Hat er Down-Syndrom? Nein, habe ich nicht. Nee. Wird da gelacht? Was wird da gelacht, ey? Bei 3000 Leuten. Was hätte das normal gekostet bei dir? Sei ehrlich. Ja, so 70. 140 Mark. Rein. Nein, mach mal nicht so eine Kacke jetzt. Okay, ich... Aber das... Nein, nein. Was du dann schüttelst. Ich bin unfassbar happy. Ich habe schon Lob und Komplimente bekommen. Vor allem vom Friseur selbst. Und danke. Und es freut mich, ich fühle mich wirklich wieder frisch. Das hat mir auch richtig gute Laune gemacht, ja. Nachdem wir hier ausgeschieden sind. Mir auch. Es war ein toller Friseurbesuch, zweieinhalb Stunden oder was, ja. Aber gerne wieder. Weil er nimmt sich einfach dem Kunden an. Das ist nicht einfach nur, ich gehe zum Friseur. Hier heißt es, ich besuche einen Freund. Wir sind fertig, wir sind jetzt gerade angekommen im Hotel. Und ich muss sagen, der Tag war wirklich krass. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch mit Knossi, mit der Baller League. Ich wäre froh, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ihr könnt das in die Kommentare schreiben. Und es wird auf jeden Fall in Zukunft noch mehr kommen. Und ja, vielen Dank für alles. Peace.